Cardano hat sich seit Mitte Dezember in etwa verfünffacht und ist sogar zuletzt auf Platz 4 zwischenzeitlich unter den größten Kryptowährungen vorgerückt. Also man hat XRP und Polkadot überholen können, zumindest kurzfristig. Und mit ein Grund für diesen Höhenflug ist, dass man Cardano im Bereich dezentrale Finanzen, also kurz DeFi, eine zentrale Rolle zutraut. Und warum das so ist, das schauen wir uns heute im aktuellen Video gleich näher an. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Crypto Report. Mein Name ist Alexander Mittermeier. Bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, der Kryptomarkt boomt. Ihr habt es vielleicht gestern mitbekommen. Der Bitcoin ein neues Rekordhoch, nachdem Tesla für 1,5 Milliarden Dollar Bitcoins gekauft hat. Der Bitcoin marschiert Richtung 50.000 Dollar. Und jetzt ist natürlich die Frage, welches Unternehmen steigt als nächstes in den Bitcoin ein? Und da gilt ja Apple als heißer Kandidat. Und genau dieses Thema schauen wir uns am kommenden Samstag in unserem Krypto-Report näher an. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem Bitcoin weitergeht, dann tragt euch einfach ein unter crypto-report.de. Dann seid ihr am kommenden Samstag kostenlos mit dabei. Zurück zu Cardano. Cardano ist ja noch von seinem Rekordhoch aus dem Januar 2018 noch ein Stück weit entfernt. Also das Rekordhoch lag, glaube ich, bei 1,25 Dollar um den Dreh. Gestern neues Jahreshoch bei etwa 70 Cent. Ich denke aber, dass Cardano in den nächsten Wochen, Monaten, aber noch in diesem Jahr, dieses Rekordhoch testen wird, weil Cardano mit großen Schritten vorangeht. Also man hat zuletzt zum Beispiel diese Smart Contracts bereits auf dem Testnet erfolgreich testen können. Und mit dieser Guggenphase sollen diese Smart Contracts dann auch auf dem Mainnet landen in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann würde Cardano vom Funktionsumfang her ähnlich konkurrieren können mit Ethereum. Und das ist durchaus wichtig und das dürfte auch die Entwickler und auch die Nutzer freuen, denn die durchschnittlichen Transaktionskosten auf Ethereum sind zuletzt erstmals auf über 20 US-Dollar geklettert. Und das ist natürlich unschön für all diejenigen Nutzer, die vielleicht nicht das ganz große Geld bewegen können und eher mit kleineren Beträgen hantieren, aber das ganze System trotzdem nutzen möchten. Denn diese ganzen DeFi-Protokolle, die populären DeFi-Protokolle laufen ja alle auf Ethereum, wie zum Beispiel Maker, Aave oder Compound, Synthetics und so weiter. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Ethereum-Blockchain zuletzt wieder sehr, sehr stark ausgelastet war. Also über 1 Million Transaktionen pro Tag sind zuletzt stetig über die Ethereum-Blockchain gelaufen. Aber Ethereum ist von der Skalierung noch nicht so weit. Also man arbeitet an diesem Problem, aber momentan ist man noch nicht fähig, dass man hier sehr viel mehr Transaktionen abwickeln kann. Und das ist natürlich die Chance für Cardano, sich da als Alternative zu empfehlen. Und man bereitet jetzt Mitte Februar diesen Merry Hard Fork vor, womit man sich für diesen DeFi-Boom auch rüsten möchte, also für den Boom im Bereich dezentrale Finanzen. Denn dann wird Cardano zu einer Multi-Asset-Plattform, also Multi-Token-Plattform. Ich habe dazu in der Vergangenheit schon das ein oder andere Video dazu gemacht. Ich blende euch nochmal den Link dazu ein. Auf jeden Fall empfiehlt sich hier Cardano als Alternative und bringt hier einige Vorteile gegenüber anderen Smart-Contract-Plattformen in diesem Bereich mit. Und das schauen wir uns gleich noch näher an. Zunächst aber ein kurzer Blick auf den Cardano-Chart. Denn wie gesagt, gestern ein neues Jahreshoch bei etwa 70 Cent und wie es momentan konkret aussieht bei Cardano, das schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm an. So, wir sehen hier den Cardano-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Binance. Heute ist der 8. Februar am späten Montagabend und wir sehen den Kurs der Kryptowährung ADA bei etwa 71 Cent, nachdem wir heute bereits ein neues Jahreshoch bei knapp 80 Cent gesehen haben. Also das war auch zugleich das Tageshoch. Und damit hat sich Cardano gegenüber Mitte Dezember quasi verfünffacht. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Performance. Und
Man sieht auch im relative Stärke-Index RSI, dass Cardano jetzt überkauft ist. Also wir haben hier Werte von 84, 85, also eine ähnliche Situation wie zum Beispiel am 6. Januar, als Cardano ebenfalls überkauft war, und ähnlich auch am 24. November. Und wenn wir uns das aus der Ferne sozusagen ansehen, dann sehen wir, dass das diese Situation war Anfang Januar, als Cardano nochmal konsolidiert hat. Also wir waren da zwischenzeitlich bei fast 40 Cent und dann ist der Kurs nochmal zurückgelaufen um fast 50%. Also das war doch eine relativ starke Konsolidierung, bevor es dann eben weiter aufwärts ging. Und jetzt sind die Kurse zuletzt fast parabolisch nach oben gelaufen. Und das ist natürlich nicht besonders gesund für diese Marktstruktur. Und daher wäre eigentlich Cardano bzw. die Kryptowährung ADA reif für eine Konsolidierung. Aber der Trendfolgeindikator MACD, den wir hier sehen, zeigt weiter steigende Kurse an. Also wir haben einen Bullish Crossover am 1. Februar gesehen, als diese türkise Linie, diese orange Linie von unten nach oben durchbrochen hat. Und dieses Bullish Crossover hat im Prinzip diese neue Kursrallye eingeleitet, also ähnlich wie am 28. Dezember ebenfalls ein Bullish Crossover, und dann sind die Kurse sehr deutlich gestiegen. Dann hat es eine Zwischenkonsolidierung gegeben, das war diese Situation, aber jetzt wieder durch dieses Bullish Crossover zeigt oder signalisiert der MACD weiter steigende Kurse an. Und das On-Balance Volumen OBV, das wir hier sehen, ist ja seit Anfang 2020 in einem Aufwärtstrend, und dieser Aufwärtstrend hat sich Anfang Januar nochmal beschleunigt, und das bedeutet, dass die Großanleger hier verstärkt zugreifen, und das können wir auch an diesen grünen Kerzen sehen. Also das waren bestimmt nicht nur die Privatanleger, hier haben auch offensichtlich einige institutionelle Anleger zugeschlagen. Das können wir auch am Check-in Money Flow erkennen, das CMF, das wir hier sehen, denn Anfang bzw. Ende Dezember hat sich verstärkt Kaufdruck in Cardano aufgebaut, und dieser Kaufdruck hat sich zuletzt wieder in den letzten Tagen wieder verfestigt, möchte ich sagen. Also es ist hier nicht zu einem Verkaufsdruck oder Abgabedruck gekommen, und das ist typisch für eine Zwischenkonsolidierung, und auch das 50-Tage-Momentum, das wir hier sehen, zeigt kräftig nach oben. Also der Markt gibt hier wahnsinnig Gas, und das sehen wir auch in diesen steigenden Kursen. Und ich denke einfach, dass der Markt momentan überkauft ist. Wie gesagt, der RSI signalisiert hier schon eine deutlich überkaufte Situation. Das heißt aber jetzt nicht, dass Cardano in den nächsten Tagen noch auf 80 Cent nochmal oder 85 Cent nochmal steigen kann. Denn wie gesagt, der MACD signalisiert hier weiter steigende Kurse, aber jetzt wird die Luft schon etwas dünner. Also ich würde auf diesem Niveau nicht mehr kaufen. Ich würde einfach warten, bis diese überkaufte Situation wieder abgebaut ist. Also bis dieser RSI wieder in den neutralen Bereich zurückgelaufen ist. Und daher gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten Tagen eine Konsolidierung bei Cardano sehen, bevor sich dann dieser Aufwärtstrend weiter fortsetzen dürfte. Also momentan sieht es nach einer Konsolidierung bei Cardano aus, was aber nicht wirklich überraschend ist, nachdem sich die Kurse in den letzten Wochen und Monaten quasi vervielfacht haben. Und immer dann, wenn es parabolisch nach oben geht, dann wird es meiner Meinung nach gefährlich, vor allem für diejenigen Anleger, die noch auf diesen Zug aufspringen bzw. in Cardano investieren wollen. Also ich persönlich würde hier einfach warten, bis diese überkaufte Situation wieder abgebaut ist. Ich denke einfach, dass wir in den nächsten Tagen nochmal günstigere Kurse sehen als diese 70, 80 Cent, wo Cardano zuletzt gehandelt worden ist. Und ich denke einfach, dass wir in den nächsten Tagen nochmal die ein oder andere günstige Einstiegsgelegenheit bei Cardano sehen.
Mittel- bis langfristig, glaube ich, wird sich Cardano weiter stark entwickeln, wenn man allein die Marktkapitalisierung vergleicht zwischen Ethereum und Cardano. Also Ethereum wird ja mit etwa 200 Milliarden Dollar bewertet, inzwischen Cardano nur mit 22 Milliarden Dollar. Und da ist natürlich noch wahnsinnig Luft nach oben für Cardano, aber nur wenn es Cardano schafft, hier relativ viele Projekte von Ethereum auf seine Plattform rüberzuziehen. Und ob das gelingt, das werden wir in diesem Jahr sehen. Im Bereich dezentrale Finanzen, kurz DeFi, sieht sich Cardano auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt. Also Cardano kann hier mit diversen Vorteilen aufwarten im DeFi-Bereich und das liegt vor allem daran, dass Cardano Native Tokens auf seiner Blockchain unterstützt und das bedeutet, diese Logik dieser Tokens wird auf dem Cardano Ledger selbst abgebildet und das heißt, dass ich im Prinzip keinen Smart Contract benötige, um einen Token auf der Cardano Blockchain aufzusetzen und damit habe ich im Prinzip auch keine Ausführungskosten und das macht das Ganze natürlich sehr viel günstiger gegenüber Ethereum, wo ich hier diese teilweise hohen Gasgebühren habe. Das gehört dann bei Cardano der Vergangenheit an. Außerdem ist es so, dass ich damit natürlich Komplexität aus dem System herausnehme. Für Entwickler wird es dann natürlich sehr viel einfacher, wenn ich hier keinen großartigen Smart Contract programmieren muss, sondern das relativ einfach aufsetzen kann. Und das wird natürlich dann auch ein Sicherheitsfaktor sein, denn wie wir in der Vergangenheit oft gesehen haben bei Ethereum, dass in diesen DeFi-Protokollen auch manchmal Fehler drinnen sind. Also zuletzt bei Yearn Finance wurden ja wieder 11 Millionen Dollar gestohlen, weil einfach ein Bug drin war in einem dieser Smart Contracts. Und das ist dann bei Cardano schon einmal nicht der Fall oder nicht so brisant, dieses Thema. Und damit kann natürlich Cardano mit dem Thema Sicherheit natürlich auch punkten. Und das macht natürlich Cardano als Blockchain sehr attraktiv für diese ganzen DeFi-Entwickler und daher denke ich, ist die Chance einfach da, dass Cardano im DeFi-Bereich auch groß Fuß fassen kann, weil nämlich Cardano im Prinzip drei Vorteile hier bietet. Erstens, ich habe hier wesentlich weniger Kosten und Gebühren, weil ich einfach keine Ausführungskosten habe, dann weniger Komplexität, das Ganze ist viel, viel einfacher aufzusetzen, also ein Token ist viel, viel einfacher aufzusetzen und dann drittens natürlich mehr Sicherheit, weil ich einfach keine Smart Contracts habe, die ich angreifen kann oder die eventuell Fehler enthalten können. Also Cardano bietet dann noch zwei weitere Vorteile im DeFi-Bereich und zwar zum einen durch seine Governance-Struktur, das bedeutet, die Community entscheidet über die Verteilung von Fördergeldern, über dieses Project Catalyst verteilt man diese Gelder und zuletzt hat man ja diesen Fund 3 aufgelegt in Höhe von 0,5 Millionen Dollar und das erste DeFi-Projekt, das man fördern will auf Cardano, ist Liquid Finance. Und daneben möchte man in diesem Jahr noch weitere Fördertöpfe sozusagen auflegen, um diesen ganzen Bereich zu fördern. Und das ist auch so ein Vorteil von Cardano, dass man eben hier Fördergelder für DeFi-Projekte auf Cardano bereitstellen kann. Der zweite Vorteil ist, dass Cardano einen eigenen Stablecoin plant, gemeinsam mit IOHK Hongkong, mit Ergo und Emurgo. Und dieser Stablecoin, der 1:1 an den US-Dollar gebunden sein wird, hat ein paar besondere Eigenschaften und unterscheidet sich von diesen Stablecoins, die zum Beispiel auf Ethereum laufen, wie zum Beispiel DAI von MakerDAO. Und hier ist es ja so, wer das kennt, wenn man diesen Stablecoin generieren möchte oder sich einen Kredit dezentral besorgen möchte, muss man zunächst eine Sicherheit in Höhe von 150% der geliehenen Summen hinterlegen. Das Ganze nennt sich Collateralized Debt Position und genau das möchte Cardano mit seinem Stablecoin dann vermeiden. Und das Problem ist immer, wenn die Sicherheit stark im Wert fällt, dann wird man automatisch liquidiert und dann können natürlich auch Verluste entstehen. Und das genau das möchte Cardano dann mit seinem Stablecoin vermeiden, indem man einfach Reserveanbieter mit ins System nimmt, die dann diese hohen Kursschwankungen oder Marktschocks sozusagen ausgleichen. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema.
Also ich denke, dass Cardano im DeFi-Bereich ganz hervorragend aufgestellt ist, aufgrund der von mir vorher genannten Gründe. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der ein oder andere Entwickler Cardano testen wird, wenn diese Gebühren auf Ethereum weiter steigen. Das ist natürlich ein gutes Argument dafür, Cardano auszuprobieren, sobald diese Smart Contracts verfügbar sind. Und ich denke, dass wir das ein oder andere große DeFi-Projekt in diesem Jahr auf Cardano sehen werden. Ich persönlich war in den letzten 2-3 Jahren nur auf der Kaufseite bei Cardano unterwegs. Also ich habe keinen einzigen Coin verkauft, auch nicht Anfang 2018, als Cardano über einem US-Dollar war. Und ich habe auch nicht vor, in den nächsten Monaten Gewinne mitzunehmen. Ich denke einfach, dass Cardano nach wie vor relativ am Anfang steht. Dann hätte mich aber auch eure Meinung zu diesem Thema interessiert. Wie seht ihr Cardano aufgestellt im DeFi-Bereich? Glaubt ihr, dass Cardano in diesem Bereich nennenswerte Marktanteile gewinnen kann? Oder glaubt ihr, dass Ethereum in diesem Bereich die Nase weiter vorne haben wird? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich natürlich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken, dann werdet ihr auch wieder informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Am kommenden Donnerstag geht es dann um Elrond. Es ist auch so ein Top-Projekt, das in den letzten Wochen ja sehr, sehr stark gelaufen ist. Und am kommenden Donnerstag schauen wir uns die Gründe dafür an. Ich hoffe natürlich, dass ihr dann wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich schon einmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Video.